Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tech World 2. Da wir ja auf dem Server spielen und dir noch andere dazukommen, habe ich mir nämlich gedacht, dass es Pflicht ist für den anderen YouTuber dann natürlich auch, der dann noch dazukommt. Ich habe mit ihm schon drüber geredet. Der kommt so Ende Dezember wahrscheinlich, da er momentan Schwierigkeiten hat. So, Regel für den Server ist, wenn man drauf möchte und YouTube macht, Aufnahmepflicht. Das heißt, man muss jedes Mal hier im Hauptbildschirm starten. Zack. Lalalala. Wie ihr wahrscheinlich gerade ganz gut gesehen habt, ist der Server von Nitrado. Na gut, das ist was anderes. So, ich hoffe, der Sound ist besser, denn ich habe mir endlich ein neues Mikro zugelegt. Neues, komplett neu. Jetzt habe ich Hunger. Ach ja, ist ja ein Server, der läuft ja länger. Wir haben ja letztes Mal, glaube ich, auch mit Hunger aufgehört. Essen haben wir nicht, aber wir haben Kupfer. Ich verstehe gerade nicht, warum es leckt. Das Haus ist ja hier könnte ruhig etwas schneller sein. Muss ja nicht unbedingt. Beleuchtung. Minimum. Keine Größe automatisch. Partikel alle voll, bitte. Oh, Sichtweite weit maximal. So, ist ein bisschen flüssiger. Also mal gucken, ob Tag ist. Okay, der Sound klingt schon mal ganz anders durch das neue Headset. Zack, 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 zack. Dann wollen wir mal ein bisschen Essen besorgen. Ist das die Spinne, die uns... Das ist die Spinne, die uns gestern letztes Mal verfolgt hat, glaube ich sogar. Ach Mist. Bevor wir hier abhauen, möchte ich mir nämlich... Machen wir das einmal so und X130 Y 71 Z 212, so ungefähr, damit wir wissen, wo wir stehen. Ich bin auch blöd, ne? Wir müssen nochmal zurück. Oh, Errungenschaft erzählt, dreimal auf Holz klopfen. Ach Mist, jetzt das, was ich eigentlich vorher noch machen wollte, habe ich nicht geschafft. Gut, informiere ich euch trotzdem mal, ob das nächste Folge oder übernächste Folge schon kommt. Ist ungeklärt. So. Ich habe mir überlegt, ob es nicht... Ich möchte gucken, ob es funktioniert, dass ich noch andere Mods hinzufügen kann. Also Mods, die nichts am Spiel ändern, sondern nur genauer sagen, wo man gerade ist, inwieweit, wo man wohnt. Kann man aus Kupfer... Schade, aus Kupfer kann man keine Rüstung machen. Kann man ein Schwert machen? Nee. Auch nicht. Ja. Kupfer. Leckt aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht warum. Tinkers Construction. Wir haben aber das Ding haben wir. Ach, nur Technisches kann man mit dem Kupfer machen und Upgrades. Okay, Kopf.
Opfer bleibt hier. Dann wollen wir mal losgehen. Auch nicht im Ernst, oder Leute? Ihr wollt mich doch verarschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die Wand muss ich. Zack, haben wir eine Schaufel. Nein, natürlich nicht. Zack, 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 zack. So, das kann mal weg. Holzkohle. Dann brennen wir mal ein bisschen Stein. Ja, schmeißen wir mal rein. Dann machen wir gleich 5 neue Holzkohle. Kriegen wir mal ein bisschen Stein. 16 mal 16 reicht ja erstmal. Müssen wir uns da oben auch mal. Da oben sollten wir mal erstmal zumachen, damit wir hier in aller Ruhe den Schacht bauen können. Zumal ich den Schacht sowieso woanders hin haben möchte, dann wahrscheinlich. Gut. Wo ist Süden, Osten, Norden? Frage. In welche Richtung graben wir? In welche Richtung bauen wir unseren Minenschacht? Richtung Norden, komm. Haben wir eigentlich Wolle? Wolle, Wolle. Spezialisten heißen auch mehr, ne? Wusstet ihr das schon? Da wir ja noch alleine sind, kann man ja ganz easy peasy einfach mal ein Bett bauen und die Nacht überspringen. Statt darauf zu warten, dass Tag wird. Ey, ich bin auch manchmal ein bisschen verpeilt beim Aufnehmen, ne? Zack, die kommt da hin. Brenne! Na ganz toll. Unsere ersten Fall. Wow, war das jetzt schlimm. So, schalalala. Nochmal, wir haben Hunger. Wir haben nichts zu essen dabei. Womit wir aber auch nochmal auch mal sammeln können. Dann da ein paar Samen. Zumindest Brot. So, zack. Da hinten steht ein Creeper. Ich weiß nicht, ob Optifine drin ist und da habe ich gerade auch keine Lust dazu. Solange jederzeit ein Creeper vor uns raus dir stehen kann. Zack. Ich mache gerade das ein oder andere Programm zu, in der Hoffnung, dass es dann gleich ein bisschen flüssiger läuft. Beenden. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Ah, gut, läuft schon ein bisschen flüssiger. Oh, guck mal. Kaum ist Skype schon, hat man besser Internetleitung. Gut zu wissen. Vor allem nachher beim Aufnehmen. Beim Aufnehmen nützt das eh nichts. So, 16 Steine haben wir hier schon mal. So, das kann da aber rein. So wie das, das. Das, 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 das. Das kann da auch schon mal rein. Dann können wir mal beigehen. Zack, zack. Wir haben hier doch noch normalen Stein. So. Zack, zack. Machen wir uns gleich mal eine Steinhau. Und dann laufen wir wieder raus. Zack. Huch, da war ein Block im Weg. Hier machen wir komplett dicht, da ich keinen Bock habe hier. Zack, zack, zack. So.
wir keine Knochen haben, müssen wir erstmal so auskommen. Hopp, 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 3,5 Herzen. Tag hat gerade angefangen, das ist schon mal gut. So. Schuppdi-schuppdi-do. Das Schafe hier kein Essen geben, das ist echt blöd. Oh, da ist Lehm. Gut zu wissen. Werde ich zwar nicht brauchen, aber gut zu wissen. So, dann laufen wir hier hoch und hier hoch und hier hoch und hier hoch. Zack. Auf der Suche nach Essen. Ey, Hundi! Hallo, das ist ein Hund. Ich habe aber keinen Knochen. Ja, wer ist ein feiner Hund? Ja, wer ist ein feiner Wolf? Ja, du bist ein feiner Wolf. So, schade, dass wir keine Knochen dabei haben. Oder Leine. Leine wäre auch schön, dann könnten wir den schon mitnehmen. Würde uns zwar nicht zu viel bringen, aber... Scheiße. Mist, 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 Mist. So, dann hier rüber. Zack, zack. Hopp, hopp, hopp und hopp und... Dass hier nirgends ein Schwein ist, ne? Wieso ist hier nirgends ein Schwein? Hey, hier liegt immer ein Apfel. Immer ein etwas. Oh, hier natürlich auch schon. Ich laufe jetzt hin um. Da hinten ist einfach unser... Einfach jetzt unser Vorgedings gewesen und hier bauen wir uns jetzt eine wunderschöne Hütte. Da bin ich jetzt für. Wir haben jetzt zwar kein Holz dabei, aber wir haben eine Axt und ein paar Bäume in der Gegend. Und wir haben noch jede Menge Zeit, um erstmal die ersten Grundbausteine zu legen, um nicht von Zombies gekillt zu werden. Und hier ist auch genug Platz für andere, die kommen können. Zumal es sinnvoll wäre, wenn wir nicht alle auf einem Haufen... nachher. Zack und zack und du kommst und du kommst noch runter. Nein. Ja, ich nehme Birkenholz mit für den Fußboden. Weil ich finde Birkenholz einfach schöner als Fußboden als Eiche. Sag ich jetzt ganz offen. Wenn ihr was dagegen habt, schreibt es doch einfach. Dann baue ich was anderes dahin. Mir soll es doch relativ sein. Das Let's Play ist A für mich, damit ich mal nicht die ganze Zeit mir das die beste Rüstung und alles schieße. Und B soll das alles für euch sein, nicht für mich. Ich mache es für euch, damit ihr Spaß haben könnt. Ich bin sehr selbstlos. Oh, Kühe, Kühe, Kühe! Kühe, 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 ihr seid meins. Ich esse euch ziemlich gerne. Voll, das ergibt schon. Oh, hier sind die, hier ist noch eine mehr. Eine mehr, als ich gedacht habe. Die Tage gehen ziemlich schnell rum, ne? Wir sollten ziemlich schnell gucken, dass wir wieder Schafe finden. Zumindest 3 Stück, damit wir uns noch ein Bett bauen können. Ja, dann könnten wir nämlich die Zombies überlisten, indem wir einfach, bevor die erscheinen, einfach schlafen gehen. Ist immer ganz schön, dass man die übergehen kann. Oh, das nehmen wir sofort mit. Brauchen wir nachher noch. Sondern holen wir uns hier noch mal ein bisschen Stein weg.
Für einen Ofen und was weiß ich nicht noch, für ein paar, für neue Werkzeuge, für den Fall, dass wir neue Werkzeuge brauchen. So. Dann haben wir noch ein bisschen Holz. Denn ich wollte ein großes Haus bauen, ein sehr großes Haus. Ein großes Haus mit einem großen Keller. Denn ich bin ein großer Mann. Ich brauch viel Platz. Zumindest soll der Keller groß werden, also wie groß das Haus oben wird, weiß ich nicht. Nur der Raum unten. Vor allem, wenn alle anderen kommen, müssen wir auch Gebiete, muss ich, bevor die hier drauf kommen, auch noch Gebiete abstacken, weil ich nicht möchte, dass die über ein bestimmtes Gebiet hinausgehen. Also jeder kriegt einen 2x2-Stack-Bereich. Gut, ob wir uns jetzt unbedingt dran halten können, das ist was anderes, aber ich bin fast schon am Überlegen, da einfach drauf zu bauen, auf diesem See. Mache ich gerne. Dann baue ich nämlich meistens meinen Reaktor da unten einfach rein. Dann hat er schon gleich Kühlung und ich muss gar nichts mehr großartig an Wassereimern holen. Aber da ich keinen Bock habe, die ganze Zeit zu schwimmen und dort Sachen zu sammeln, mache ich das diesmal ein bisschen anders. Euch zuliebe, man könnte natürlich auch hier das ganze Ding einfach ausheben und da bauen. Aber nein, ich überlege mir gerade irgendwie anders, wie ich das mache, zumal ich jetzt gucke, dass ich ganz schnell ein Bett kriege. Zack. Gerade leckt, ne? Das regt mich eigentlich ziemlich auf. Noch ist nicht dunkel genug. Okay, das lässt uns Zeit, ein bisschen was vorzubereiten. So ein Ofen für die Nacht, dann werden unsere Füße nicht kalt. Zack, so haben wir drei Holzkohle, wenn ich mich nicht irre, sollten wir jetzt gleich raus haben. Damit können wir gleich in aller Ruhe Fleisch und rohes Hühnchen braten für uns. Schlaf, 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 los, schlaf! Schlafen, schlafen, schlafen. Ja, hier brennt nichts, hier brennt nichts. Ja, nice, haben wir gut hingekriegt. Sammelst du den jetzt mal ein? So, Kohle, Kohle. Essen. So, Frage, wo bauen wir jetzt genau? Ich laufe da mal ein Stück rüber. Ich esse ein rohes Hühnchen. Oder auch zwei. Oder auch drei. Nein, mehr esse ich nicht. Oh, hungern da ganz doll. Ich dachte, das kriegt man nur, wenn man zu viel rohes Hühnchen isst. Also mehr als man braucht an Essen. Aber nein, das kriegt man auch schon vorher, na ganz toll. Weil wir hungern jetzt nicht unbedingt schneller, zumal das jetzt so ist. Oh, wir haben jede Menge Kohle. Nice! Also die Stelle ist auf jeden Fall schon mal viel besser als die andere. Zumal wir schon wieder ein anderes Erz haben, zum Beispiel Magnetit. Oh, was wir eigentlich überhaupt noch nicht brauchen. Zumal ich eigentlich jetzt gar nicht farmen wollte. Ich wollte eigentlich nur gucken, wo wir bauen. Ein bisschen Kupfer. Ein bisschen Appetit. Also so ein paar Erze nehme ich wohl mit, aber vor allem Eisen nehme ich jetzt mit. Nicht, dass es nachher heißt, Lasse, du hast da Eisen übersehen. Da, 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 da. Zack. Und zack. Und zack. Das Gebiet hier ist natürlich auch cool. Scheiße, ich will hier nicht nach unten graben. Denn ich habe ziemlich Angst vor dem.
Mit dem Headset klingt der Sound auch noch so geil. Und bedrohlicher. Und ich will gehen. Okay, ich habe mich jetzt genau entschieden, wo wir hingehen. Und zwar hier vorne hin. Hier jetzt nicht direkt hin, das wäre ein bisschen blöd. Wir gehen hier vorne hin. Da zimmern wir uns jetzt ganz schnell ein kleines Häuschen zusammen. Mit einer Fackel drin, falls wir wieder auf den Server kommen und es Nacht sein sollte, dass wir nicht gleich neben einem Creeper wieder auf die Welt kommen und einfach ganz schnell gekillt werden. Da wir einen schönen Boden haben wollen, damit ihr gleich schon mal eine Vorstellung habt, wie groß das Haus gleich sein wird, ist auch nur ein kleines Mini-Haus, wo wir uns dann gleich nachher oder was weiß ich, wann ich gleich wieder aufnehme. Denn ich habe nicht durchgehend Zeit hier auf dem Server aufzunehmen. Deswegen ist auch gut, dass gerade Zeit um ist, bevor ich gleich hier vom Server gekickt werde. Weil mein Internet gleich weggeht. Oder der Server gleich wieder ausgeht. Ich weiß gar nicht, wie genau ich jetzt was eingestellt habe, um meine Aufnahme zu begrenzen. So, wir stellen uns hier in die Mitte. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir unsere Sachen holen und dann hierher ziehen, wo jetzt die erste vernünftige Hütte steht, die wir gebaut haben. Gut, vernünftig würde ich jetzt nicht sagen, aber die erste Hütte, die wir überhaupt gebaut haben, komplett mit eigenen vier Wänden, wo wir nichts abgebaut haben oder sonstiges. Bevor ich jetzt hier noch zu lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Tschüss.